Ja. Zum Glück, dass ich dich mag. Ich mag dich auch, Timmy. Manila. Wer ist ein Ding? Der Bastard. Der dreckige Bastard. Also. Habt ihr gesehen, ich hab doch mit Absicht gemacht. Ich immer dieses, immer in die Richtung OC lenken, damit die... Warum? Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Heute fahr ich durch Beverly Hills, ey. Fahr ich durch Beverly Hills. Diese Bitte gab da nur mich. Diese Bitte gab da nur mich. Digga, kauf mir jetzt goldene Glitz, ey. Boah, man denkt, Alfonso Davis. Oh, Junge! Sicher. Also ich finde die Idee gut. Wir gehen jetzt irgendwo uns hinsetzen. Wir nehmen Lil Mafia mit. Wir nehmen Ge Blanco mit. Mich auch. Handeln was aus. Und dann ist die Sache gegessen danach. Mit Forderung, ja, ohne Forderung. Nein. Mit Jennifer, ohne Jennifer, mit Kalender. Wer ist Jennifer? Und... Ah, Geschichte, erzählt ihr später. Einfach du und ich, wie Männer. Wir brauchen keine Richies dafür, wir brauchen keinen Kriegsrat dafür, wir brauchen niemanden dafür. Oh. Lass das Ding Ding festmachen. Was scheißt der eigentlich da? Hallo? Leck doch nicht ab. Steht doch einmal der Mann, Bruder. Steht doch einmal der Mann, er hat eine Ansage gemacht. Lass ihn da kacken. Wer soll mir Ansage drücken, hä? Er hat gerade gesagt, ohne Kriegsrat alles. Ey, Mann, hör mal auf, irgendwelche Feuer zu machen. Hat nichts mit Feuer zu tun, er hat dir gerade eine Ansage gemacht und du versuchst gerade abzulenken, auf irgendwas Belangloses hinzuweisen, weil du nicht einfach wie ein Mann sagen kannst, du willst nicht machen, ohne dass dein Elver da ist. Du kleiner Drecksack, hör mal zu, Mafia, du kleiner Drecksack. Oder pack doch die Waffe weg, wir sind doch jetzt hier. Oder da stehen 20 Leute von ihm hinter dir. Ja, die fressen dich. Nein, nein, wir machen gar nichts. Wir machen gar nichts, wir machen gar nichts. Wo stehen deine Männer? Da, aber wir machen gar nichts gegen OGs, wir kennen unseren Platz. Kennst du deinen Platz vielleicht? Willst du deswegen nicht alleine mit ihm diese Verhandlung machen? Du hast recht, deine Männer stehen da. Annenes, oh mein Gott! Das Oh mein Gott! Ich hab gerade nichts gesehen. Wir haben doch gerade gesagt, dass du Löwe bist. Oh mein Gott, was macht er da? Anik! Bist du Land? Ich hab damit nichts zu tun, Bruder. Ich hab nichts zu tun. Alter, wenn wir jetzt Krieg haben, ne? Immer auf der... Du weißt, dass ich mit Kalito unterwegs war, ne? Ach so. Das heißt, ja. Jungs, wenn er sich jetzt nicht meldet, wird das auf mich zurückfallen. Das ist das Problem. Und ich habe keinen Bock auf Krieg jetzt mit denen. Wieso nicht? Wir haben den Nabel. Ey, Mann, wir kommen ganz schön wieder her. Komm mal her, du kleiner Drecksack. Ja? Was machst du? Wie rufst du denn an? Oder ich rede mit Mausabi. Ich sag nur, wenn Satudara vorbeischaut, die sollen sagen, dass sie nichts gesehen haben, Bruder, hä? Willst du, dass sie Krieg haben? Ja, bleib. Bruder, ich kann nichts dafür. Bleib schön hier am Telefon. Ich bleib hier, Bruder. Ich bleib hier. Ich will nicht, dass die jetzt erfahren, dass du Kalito bist du dumm, Digga? Warum machst du das an meiner Hut? Warum schießt du Kalito an meiner Hut ums Hergen, Bruder? Der nächste, Digga. Schwester. Chat. Als ob ich dich raffe, dass er mit irgendjemandem telefoniert währenddessen. Chat. Chat hat verkauft. Fick ich euch doch alle mit eurer Scheißpolitik. Chat hat verkauft, Bruder. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will keinen Krieg gegen Satudara. Bitte. Bitte. Bitte, Jungs. Bitte, Jungs. Bitte, Jungs. Bitte, Jungs. Bitte, Jungs. War aber ehrlich schlecht. Nein, es geht nicht um Bescheid sagen. Jungs, ich sag euch, das Problem ist, Jungs, wenn Satudara sagt, wir sind daran schuld, dass auf unserer Hut, in unserer Hut auf die geschossen wurde, dann haben wir einen Krieg mit Satudara. Ich kann einen Krieg mit Kali haben, ich kann einen Krieg mit OGs haben, aber mit Satudara, das wird eskalieren. Ich kenne meinen Platz, Bruder. Und soweit ich weiß, nicht OGs steht an der 1, sondern Satudara. Und ich diene für den Erstplatzierten, Bruder.
Ich diene für den Erstplatzierten. Oder solange mein Arsch sauber ist, mich juckt nicht, Bruder. Ich diene für den Erstplatzierten. Ich diene für den Erstplatzierten. Guck mal, hier läuft schon wieder einer rum, Bruder. Ich raff das nicht. Wo kommt der? Wo kommen die jetzt alle her? Fick ich. Hä? Fick ich, ATK. Fick ich, ATK. Nein! Wer ist das? Nein. Nein. Oh Mann. Bruder, ich lauf über mehrere Mauern. Ich lauf sogar noch in eine ganz andere Richtung. Nein. Jemand legt sich mit Mafia an die Hose. Nein, du hast hier wirklich... Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er muss ausbluten. Bruder, die waren einfach direkt da. Er muss ausbluten. Nein, ich weiß, dass es ATK war. Hä? Er muss ausbluten, Digga. Mafia? Ja, was ist die ganze Zeit hier passiert? Du wurdest... dein GPS war weg. Dann haben wir dich gesucht, dann habe ich dich gefunden, hochgeholt. Davor wurde Kalito von Serien umgeschossen. Und dann? Dann bist du mit Sergen und Kalito dort hinten irgendwo hingerannt. Da waren die Schwerte weg. Schau mal kurz. Ja? Ja, was geht? Was kann ich für euch tun, Jungs? Warte. Ich sag dir genau, was du tun kannst für mich. Meine Eier im Mund nehmen. Komm mal hin. Warum, Bruder? Was ist denn los? Wir sind doch alle gut miteinander. Ich sag dir eine Sache. Warum hat dein... Nochmal? Man hört dich schlecht. Bruder, man hört den Tod schlecht, Bruder, ja? Hallo! Ah, jetzt, was geht, Mann? Also, warum hat einer von deinen Leuten auf Sergen geschossen? Und ihn getragen? Weil Sergen auf ihn geschossen hat. Sergen hat auf mich geschossen? Haben wir ATK auch Krieg? Aber wie? Warte. Wie? Wir haben auf euch geschossen. Nein, ihr habt auf einen von uns geschossen. Oder nein. Sergen hat auf... Nein. Ich sag euch, wie es ist. Nein, du kannst keinen 10-Fronten-Krieg. Werden wir nicht. Wir werden erstmal das mit euch klären. Und dann werden wir zu denen kommen. Schau mal. Karl ist auch noch da. Aber was ist, wenn, was ist, wenn ATK und Kali sich zusammentun? Nein, das habe ich nicht vor. Ich habe doch kein Problem mit also OGs. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn das der gute Mafia machen würde, so oft wie er von Kali in den Arsch gefickt wurde, und sich dann mit jemandem verbündet, das ist so, als ob du... Schau mal, Jürgen. Ja, bitte. Jürgen. Hallo. Wie, wir haben gegen... Gegen euch geschossen. Hallo. Ich wurde umgeschossen von Sergen. Ich wurde umgeschossen von Sergen, ja. Keine Ahnung, deine Leute, ich hab nur gesehen, dass deine Leute Sergen angeschossen haben. Nee, ich weiß nicht, ob wir. Also, Jungs, haben wir Sergen angeschossen? Also, ich hab's gesehen. Ich glaub nicht. Was geht? Weil ich weiß, die wollten reden und dann sind die nicht wiedergekommen. Jungs, ich war im Gebüsch, wen wollt ihr verarschen? Welchem Gebüsch? Richtung Stadt, was von Medic. Jungs, wir haben Sergen nicht umgeschossen. Ich weiß, aber in welchem Gebüsch? Keine Ahnung, von was du redet, Bruder. Ich weiß, dass Sergen auf... Hey, Kalito, komm, wir klären die Formalitäten, danach clash das mit denen, komm. Ich sag dir, ich weiß, dass Sergen auf Kalito geschossen hat, Bruder. Wir sehen uns mal vergleich, komm. Also du weißt das. Ich weiß das. Ich war da. Du warst da. Welchen Gebüsch? Welchen Gebüsch denn? Du warst der Einzige, der das gesehen hat, anscheinend. Richtig. Der will das nur zu uns zu Hause kriegen. Du warst anscheinend der Einzige, der irgendwas gesehen hat. Mafia? Der einzige OG, der irgendwas anscheinend gesehen hat. Achso, nein, ich hab schon durchgefunkt, mein Freund. Alles gut. Und du hattest keine Zeit, deinen anderen OGs irgendeine Fake-Information zu geben. Bist du dir da sicher? Ich diene der Nummer 1. Und ich diene der 01. Viel Spaß, Mann. Wir sehen uns auf jeden Fall. Scheiße. Das waren Zivilisten, O-Block, die haben auch sowas angegeben. Nein! Ja, Bro! Gefickt, Digga. Er war im Gebüsch auf andere Seite? Ja, auf der Seite war der im Gebüsch vielleicht. Hallo? Ja, was geht ab? Alles fit bei dir? Ja, alles bestens. Bro, es ist ein Missverständnis passiert, ja? Meine Jungs haben anscheinend auf dich geschossen, Bruder. Ja, mir wurde auch erzählt, dass ATK auf mich schießt. Bruder, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin selber, hab anscheinend einen Schuss von dir bekommen. Mehr erinnere ich mich nicht, aber Jürgen hat gerade gesagt, dass meine Jungs anscheinend auf dich geschossen haben. Ich würde dir auf jeden Fall sagen, der Befehl kam nicht von mir. Warum sollte ich da auf die Nummer 1 schießen, dieser Stadt? Wieso solltest du auf mich schießen? Wieso sollte ich auf die Nummer 1 schießen? Nicht auf dich, sondern warum sollte ich auf die Nummer 1 schießen? Die Stärksten dieser Stadt. Ich kenne meinen Platz hier im Universum. Und ich würde euch doch niemals was Böses wollen. Nicht nach dem monatelang, was ihr mit mir angestellt habt. Wo ist denn Jürgen?
Jürgen, er redet gerade mit Kalito gegenüber von meiner Hut. Aber Bro, diese Info hast du nicht von mir, ja? Okay, ich danke. Aber nicht gefesselt, nicht gefesselt. Keine aggressive okay. Handlung. Es sind aber viele Satudara hier, ja? Gut, ich danke dir. Easy. Ich danke dir, Mann. Doch. Bist du ausgeblutet oder so? Ich bin gerade im Krankenhaus aufgewacht. Hast du irgendwas verloren? Weißt du das? Ja. Easy, Bro. Komm einfach dann gleich, wenn du Jürgen abholst, komm vorbei. Ich geb dir die Sachen, die du verloren hast. Ich danke dir. Ich komme gleich vorbei. Easy, dann haben wir das auch abgeklärt. Ciao, ciao. Weißt du mir, boah, ich schicke dir später ein paar Bilder. Oder Vertrauen. Da ist Mafia sogar. Er sagt nicht geil. Das ist auch nicht geil, Bruder. Das ist auch nicht geil. Ich schwöre, er kennt nicht mal die Marke. Ey, ist das jetzt geklärt? Perfekt, ja, danke. Welchen? Meinst du den hier? Ja, genau den hier. Okay. Ey, Bruder, okay. Nutzt du deine Informationen? OGs hat irgendwo rausbekommen, dass Jürgen hier ist, ja? Ich weiß nicht vorher. Also, da er mich jetzt nochmal abgeknallt hat, ist es von 500 eine Million geworden. Und lass wir beide uns einigen. Du bist doch der Kriegsführer. Ja? Jürgen braucht hier deine Hilfe. Er fängt an zu schreien, ja? Er fängt an zu schreien. Wie er fängt an zu schreien? Ja, irgendwie, die wollen sich auf irgendwas einigen und Jürgen lässt sich drauf ein, weil sein Ego gekränkt wurde. Komm am besten so schnell du kannst, keine Ahnung. Von wem wurde das Ego gekriegt? Von Jürgen, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall ein komisches Gespräch da gerade. Komm am besten so schnell du kannst, gegenüber von der, vom Barber, ja? Ja, ich komme. 91.19. Ihr wollt. Hey, Lil Mafia, komm her. Ja? Ich wollte nur eigentlich kurz Rasenmähen gehen, aber ja. Ja, geh mal Rasenmähen hier, Mathe. Auf Beton hier. Mania, geh mal genau da. Lil Mafia, ich hoffe, ihr baut keine Scheiße. Wir? Ja. Nein, Lil Mafia, wir sehen uns sowieso heute noch. Oder morgen. Wie meinst du? Abwarten und Tee trinken. Ich muss jetzt erstmal mit Kalito reden. Geh mal kurz. Ich easy, weiß, Bro, ich will nur lernen, Bruder. Ich alles stehe gut, hier alles gut. Ruhig. Davis gehört ja dir. Geh jetzt bitte. Ganz kurz, wir gehen ich bin ruhig, Bruder. Oder hart auf Fahrt, wenn ich hören will. Ich höre doch eh, weißt du? Zum Glück, dass ich dich mag. Ich mag dich auch, Timmy. Mandela. Wer ist denn Ding? Ja, Bastard. Der dreckige Bastard. Also. Habt ihr gesehen, ich hab das mit Absicht gemacht. Ich immer will dieses, haben. Immer in die Richtung OOC lenken, damit die... Warum macht ihr einen Rückzug? Ja, dann gebe ich... Ja, okay, du willst Kohle, ich will Kohle, dann gehen wir wie Männer auf die Straße. Okay, machen wir so. Aber hör mir zu. Ja. Das ist doch kein Problem. Ja. Ich, meine Jungs, wir sind die Letzten, die Nein sagen. Doch, ihr die haut nein, doch vor, seit einer Woche von mir ab. Kali ist in unserem Nacken. Ihr haut seit einer Woche von uns ab. Nein, tun wir doch nicht. Doch. Aber warum sollen wir zwei Runden? Warum wir Kali haben? Ich dachte, nein, Kali hat da ausgezahlt. Nein, Zwölfer hat eben gerade gesagt, soll ATK kommen, soll Satu kommen, soll Kali ja, kommen. Ja, du weißt doch, wie Sergen ist. Keine Ahnung. Der kommt bei den Kriegen sowieso nicht. Der kommt nur, wenn die Leute an der Wand sind. Der ist Pascha 2 Pikachu geworden. Ich muss da weg, sonst kriegt Kali wieder einen Anfall. Guck, oh mein Gott, was er sagt. Ja, stimmt doch. Er hasst Kali, er hasst Basler irgendwie. Was ist das? Das ist ein Cop-Caller. Der ist kein Cop-Caller. Der ist einfach nur einer von uns, nur der hat gerade nur wie immer nachts nur Zeit. Deswegen kann er nicht bei mir rein. Hä? Da ist ja der Banause. Sergen, ATK hat auf dich geschossen, dass du Bescheid weißt. Was sagst du? Was hast du gesagt, Jürgen? ATK hat auf dich geschossen. Ja, das da vorne an der Hund, du standst an der Wand, an so einer Tür und ich war hinter dem Gitter in dem Büsch. Aber ich habe nichts gemacht, das waren zu viele. Aber Sergen, ich finde das nicht korrekt, dass wenn wir reden, dass du mir einfach die Kugel drückst, Cousin. Das sind wir auch vom 500 auf 1 Million hochgegangen. Guck mal, Kalito, so funktioniert das auch nicht, dass du irgendwie frech bist vor anderen Leuten. Ich weiß nicht, guck mal, Kalito, ich weiß nicht, wer du bist. Nein, ich war Kalito, frech du hörst zu dir. Mir zu. Kalito, ich hab gesagt, komm, lass es einfach klären. Lass einfach es klären. Ich hab dir ein Angebot gemacht und das ist frech für dich selbst. Schau mal, Kalito, ich weiß nicht, wer du bist. Du bist seit 5 Tagen irgendwie in dieser Stadt, machst einen auf großen Macker. Ich bin der große Macker. Ein Scheißdreck bist du. Dein Kopf unter meinen Schuh. Ein Scheißdreck seid ihr! Und mein Schuh unter deinen Kopf, wie wär's damit? Ja, Sergen, du hast einfach keine Eier in der Hose. Ich spiel jetzt hier ein bisschen Rambo bei dem Kali-Kartell. Wir machen uns gar keinen Rambo, du rennst doch bei jedem rein. Du machst doch Rambo. Weil ich aber ey, warte mal ganz kurz, Sergen. Was ihr seid so respektlos. Guck mal, um die Uhr, wir reden auch gleich, du und ich. Aber erstmal ist das hier dran.
So. Ihr seid so respektlos, das ist immer normal. Du redest von respektlos, du gehst in anderen Häuser und knallst Leute ab. Das ist respektlos. Wo hab ich wen abgeknallt? Hast du Fieber oder was? Guck mal, also einfach, ich glaube, du guckst wie Fernseher, Cousin. Einfach ruhig. Trust me. Was trust me? Das heißt, vertrau mir. Also ich glaube, ich höre dich nicht. Oder was hältst du davon? Wir können morgen auf jeden Fall. Wir können auch die 2,5 Meter holen. 2,5? Mhm. Ihr habt was? Höhenflug, ne, Jungs? Ich sag euch ganz ehrlich, wieder, ja, warte mal hier? Ganz kurz. Ihr wie habt oder Höhenflug, wie ihr habt die hier? Leute, die wir nicht wollten. Na Karo! Wir haben die Leute, die ihr nicht wolltet. Hör mal zu, du Pisser. Ich sag dir jetzt eine Sache. Ist aus deiner Lieblingsfamilie nur noch 5 zu 6. Ja, nee, ich mach nicht den. Also, wie viele scheinen mir schon, dass sie von euch zu mir wollen? Ach so, dann mach diese Kali-Politik. Alles gut, lass ihn. Nein, also. Das ist keine Kali-Politik. Hör mal zu, bra. Weil sie wollen schon eine richtige Familie. Und nicht so ein Mischmasch. Morgen treffen wir uns und wir kämpfen auf der Straße. Ganz einfach. Ja, okay. Fertig. Ist gebrannt. Bringt die Millionen mit. Wann? Was für Millionen? Du gehst von 100.000, 500.000, gehst auf 2,5 Millionen, wie er gerade sagt? Ich bin von 50 auf 100 gegangen. Okay, so, Jungs, ich merke, ihr kommt nicht auf eine Einigung. Ich helfe euch beiden. Ihr gebt mir beide eine Million und ich gib den Gewinner. Okay, tschüss. Alter, die Schnauze, bevor ich die Rübe wegballer. Nein, gib ihn genau so. Ey, du denkst, das ist auch mit euch fertig, ne? Es ist nicht fertig. Ihr habt auf Sagen geschossen. Ich hab mich gerade gemacht. Und deswegen kostet es jetzt eine Million Dollar. Das ist kein Problem, das kriegen wir schon hin. Ja, wann? Sag mir, wann wir uns treffen. Alles gut. Wir treffen uns morgen um 19 Uhr. Mhm. Auf neutralem Boden. Wir reden. Und dann klären wir Formalitäten. Ich werde nicht mehr mit euch reden. Und dann geht's los. Ohne wenn wir jetzt Pre-Fights hier, oder so. Ich werde nicht mehr mit euch reden. Sollte ich das jetzt hier verlassen, diesen Platz, ohne dass wir was ausgemacht haben, werde ich euch... Ihr seid vogelfrei, Herr Manu. Deine Jungs werden mich jagen. Ja, deine jeder. Jungs, alles gut. Jeder Einzelne. Okay, haben wir verstanden. Gut. Ja, okay. Komm, wir gehen. Heide. Scheiße. Hunde, was ihr seid. Heide. Ey, sagen, soll ich die einfach liegen lassen, Bro? Guck mal, du bist eh 31er. Bruder, alles gut. Ich hab dich doch angerufen, hab dir alles erzählt. Bruder, wenn du willst, ich lass die liegen, Bruder, ja? Pass auf, die kommen, die wissen, dass ihr Ding alles seid. Alles gut. Easy. Komm, Vendetta Blanco. Lass die Leichen einfach hier, Bro. Scheiß drauf, Mann. Wir müssen hier niemandem helfen und sind niemandem eine verdammte Rechenschaft schuldig. Weil, du weißt, wir sind wir und wir sind eine eigenständige Familie, die niemanden braucht. Verdammt Blanco, die wollen nicht verschwinden irgendwie, ja? Blanco? Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, woher hab ich mich erschrocken? Oh mein Gott! Oh mein Gott!